Okay, dann fangen wir an, denke ich. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur Pressekonferenz des FC Cottbus vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Anpfiff am 25. August, 13 Uhr, Stadion der Freundschaft. Das wird gut besucht sein. Davon gehen wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aus. Wir erwarten zwischen 13.000 und 15.000 Zuschauer. Gerne mehr. Wir werden sehen, der Trainer sitzt hier und wird uns jetzt sportlich einstimmen auf dieses zweite Heimspiel der Saison. Bitte schön. Ich könnte es auch richtig schnell machen, dass die Fragen dann gleich losgehen. Im Moment hat sich keiner verletzt gemeldet. Das ist, denke ich, immer ein positives Zeichen. Hat sich vielleicht auch keiner getraut, weiß ich nicht. Von daher haben wir uns sortiert. Wir haben uns das Video nochmal angeschaut, wo wir uns Fehler gemacht haben. Wir haben die Dinge aufgearbeitet und sind im Gedanken jetzt schon ganz, ganz klar auf St. Pauli. Ja, da kann es losgehen. Mit getraut, meinen Sie jetzt vielleicht auch, dass dann einem vorgeworfen werden könnte, weiß nicht, hat Angst oder will keine Wiedergutmachung oder irgendwas, oder? Kann immer der Fall sein. Es ist ja immer so, nach dem Spiel, wenn man verliert, ist immer mal, wo sich der eine oder andere schon mal eine Auszeit nimmt, wo man sagt, es zwingt schon mal und man muss dann gewisse Dinge korrigieren. Das ist jetzt nicht so ist. Passiert, habe ich ja gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, weil ich ja aus Erfahrung jetzt mal spreche, wo immer mal sowas vorfallen kann beim Team. Also jetzt nicht hier, sondern das ist mir schon mal passiert, deswegen sage ich das schon mal. Das wäre ja umkehrschluss ein gutes Zeichen, dann, wenn alle wollen. Deswegen habe ich gesagt, das ist ja ein gutes Zeichen, ja. Deswegen haben wir das Spiel dann abgehakt und gehen ganz klar auf St. Pauli. Dass es keiner missversteht. Und wie gehen die Jungs damit um, mit dem, was da passiert ist am Montagabend? Ja, wir haben es ja gestern per Video nochmal gezeigt, die Dinge, die da vorgefallen sind, insbesondere beim ersten Tor, weil das war ja dann eine Reihe an Fehlern, was wir gespielt haben. Das war hinten ziemlich kollektiv, fing außen an bei Adlung, über Kuska, mal innen, über die zwei Innenverteidiger, die Torhüter. Also es waren schon eine Reihe an Fehler, die wir gespielt haben zum Einzelnen. Und wir müssen auch diesmal höllisch aufpassen, wir werden auch morgen nochmal das Video dann freigeben, was St. Pauli an Standardsituationen spielt, weil da sind sie auch sehr stark. Wir haben das zweite auch über den Standard bekommen am Langpfosten, wo Sörensen nicht aufgepasst hat. Und da werden wir uns wieder das anschauen und ich hoffe, die Fehler ganz schnell abstellen. Und dann möchte ich die Mannschaft so sehen, wie gegen auch. Herr Bommer, da Sie ja jetzt aus den Vollen schöpfen können, keine Verletzten haben, keine ernsthaft Verletzten. Wird das denn aufgrund der Fehleranalyse, die Sie gemacht haben, jetzt nach dem Pokalspiel, gedanklich zumindest schon eine Umbesetzung geben oder bleibt es erstmal im Wesentlichen bei dem, bei der Mannschaft, die in der Folge spielt? Ich kann schon mal sagen, dass die Mannschaft so rausgeht wie in Hamburg. Die können es richten. Mal doof gefragt, Sie haben ja immer gelobt Ihre Breite des Kaders, aber im Prinzip spielen Sie jetzt die ganzen Spiele durch, drängt sich keiner auf von hinten. Sörensen klammern jetzt mal auf. Man könnte natürlich jetzt auch so ein Spiel auch wechseln, aber gibt es ja keinen. Wir haben ja schon gewechselt, wir haben ja in Sandhausen gewechselt, wir haben welche eingewechselt. Aber ich denke, wir haben ja auch gute Dinge getan. Das heißt, wir haben hier die Aue gewonnen und man muss sich auch einspielen, denke ich, das ist im Anfang der Saison. Da gehört auch ein gewisses Einspielen dazu. Oder ein gewisses Vertrauen an die Spieler auch wenn mal was schiefgelaufen ist. Wie haben denn die Spieler das erklärt? Also Sie haben die Mannschaft gut eingestellt, haben denen gesagt, vor allem über außen aufpassen, dann sind über die Außen die Tore entstanden. Wie erklären das die Spieler, dass sie trotzdem, sie darauf hingewiesen wurden, dann da doch nicht so... Ja, ich meine, die Fehler waren ja eindeutig bei den Spielern. Mhm. Also was soll der Spieler viel sagen, wenn du das siehst? Früher war es schlimmer, zu meiner Zeit, da konnte ich vielleicht was sagen, weil kein Video da war. Aber heute ist ein Video da, du kannst es ganz klar belegen, da kann keiner mehr was sagen, genauso wie wir das gemacht haben, was hören sie dann gar nicht, was er muss zum Kopfball gehen, da passiert das nicht. Ganz einfach. Aber gerade diese Szene Sörensen, sind das nicht elementare Sachen, die man beispielsweise in der Kreisliga ja auch schon predigt, aber in dieser Qualität, in dieser Stufe, da müsste es doch aber selbstverständlich sein, dass man mit hochgeht. Das ist immer 100, über 100%, sage ich jetzt mal, die Dinge abzurufen. Oh. Aber ich denke, die Menschen machen ja Fehler und deswegen passieren ja auch Tore. Es würden keine Tore fallen oder Fehler dann letztendlich entstehen.
Aber man muss dem Spieler ja das aufzeichnen, sodass er die Möglichkeit hat, immer wieder an seinen Dingen zu arbeiten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, um abzustellen. Es wirkt, als ob Sie ein bisschen persönlich enttäuscht waren, auch von der Leistung am Montag. Das so, Sie haben, glaube ich, nicht mehr geglaubt, dass die Mannschaft zu sowas fähig wäre. Ja, persönlich ist es immer, muss man ein bisschen außen vor lassen, sondern von der Arbeit her. Ich war enttäuscht, weil wir sehr gut gearbeitet hatten, ganz klar, diese 2 Monate bis jetzt. Und du lässt dann in den ersten 10 Minuten bei einem Wettbewerb, du kannst in der Liga das immer korrigieren. Ich habe einen Pokal dann nicht, da bist du raus. Und das ist halt schade gewesen für die Arbeit, die wir bis jetzt gemacht haben, dass du dann einfach so einen Rückschlag bekommst. Das ist schon für mich einfach nochmal so ein Rückschritt. Weil sich der Mannschaft nicht mehr so zugetraut hätte, dass man da so pennt. Ja, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass St. Pauli eben so wie Sandhausen bei Standardkreuz gefährlich ist. Was hat St. Pauli noch für Stärken, die Sie ausgemacht haben? Ja, man muss schon aufpassen. Wir haben auch vorne die 2 Stürmer sind sehr beweglich. Da muss man aufpassen. Aber insgesamt sind sie über die Standards gekommen. Über die Freistöße vor allem, über die Eckbälle. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Aber ich sehe da auch unsere Möglichkeiten, weil so gefunden haben sie sich auch noch nicht. Können Sie mal noch was zu Martin Fehling und Daniel Ziegig sagen? Das waren ja so 2 Kandidaten, die es relativ schwer haben, jetzt auf den Kader zu kommen. Wie ist deren Stand derzeit? Martin Fehling war ja im Kader dabei in 2000, das darf man nicht vergessen. Er hat seine Trainingsleistung so gesteigert, dass ich gesagt habe, das passt. Und alle anderen, ich kann nur 18 mitnehmen. Wir können jetzt jede Woche hier sitzen, können wir die einzelnen Leute diskutieren. Es geht halt nur 18, den Kader mitzunehmen. Es können nur 11 spielen, das ist leider so. Ich will vielleicht auch gerne 12 spielen, aber es geht halt nicht. Jetzt sind das aber 2 relativ namhafte Spieler. Denken Sie, dass da vielleicht sogar noch ein Wechsel oder was vorsteht vor Ende der Transferperiode? Das glaube ich nicht. Wir haben den Kader ja deswegen auch so gewählt. Außer es kommt jetzt jemand, der, was ich ja schon mal gesagt habe, ich glaube, letzte Woche hatten wir das Thema schon mal, wo dann einer kommt, ob jetzt, wie es kurz verschlossen sagt, er will unbedingt weg, da muss man sich dann vielleicht Gedanken machen oder auch nicht. Und das liegt ja letztendlich bei uns, wenn wir weniger danach freigeben oder nicht. Aber es hat jeder sein Ding zu machen, die müssen sich ankämpfen, die hinten anstehen, die Spieler, die oder nicht dabei sind, Kader, die müssen im Training Gas geben, müssen die anderen verdrängen, zunächst erstmal reinzukommen, Kader. Oder sich letztendlich dann da so reinzuspielen, dass sie spielen. Das ist Konkurrenzkampf. Da gibt es keine Geschenke. Unsererseits ist Schluss mit den Bemühungen. Mit Rivic war der letzte. Oder gibt es da noch irgendwo eine Schublade, die noch aufzuziehen wäre? Ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit bis Ende August. Eben. Aber bis jetzt ist nichts. Kann ich jetzt schon mal sagen. Aber es ist, wie gesagt, nur noch Zeit. Zeit, gewisse Dinge, wenn irgendwas kommt. Deswegen bin ich immer da vorsichtig, man soll nie sagen. Weil die Uhr einfach nicht abgelaufen ist. Das könnte ja jetzt ein, was Sie gerade gesagt haben, jemand kommt noch und könnte sagen, ich möchte unbedingt, dann müssen wir ja dann wiederum was tun. Und ich glaube, dass wir die Hausaufgaben dann so gemacht haben, wenn es so sein sollte, dass wir dann noch auf die Schnelle was machen können. Da wollen wir nicht unmittelbar zum aktuellen Spiel, aber der Mittelfußbruch von Daniel Brinkmann ist jetzt 5 Wochen her. Wie geht es ihm denn? Was macht er noch? Der Fortschritte? Sehen Sie ihn auf einem guten Weg? Ja, auf einem sehr guten Weg. Also der Gesundheitsstand ist so, wie er sich das auch vorgestellt hat, persönlich. Und ich schätze mal, dass er so in 2-3 Wochen anfängt zu laufen. Aber es wird dann auch nochmal ganz speziell nochmal eine Untersuchung geben, geröntgt werden. Wenn er genau sicher ist, wenn er anfängt, dass da nichts passieren kann. Jetzt kann ich morgen Zeitung lesen, weil es bestimmt viel steht. Was macht es sicher, Herr Baumann, dass dieses Spiel von Montag nicht so ein richtiger Rückschlag ist, der vielleicht die Mannschaft noch länger beschäftigt? Wenn man die 2. Halbzeit gesehen hat. Das ist auch verloren jetzt. Das bitte? Haben Sie auch einzeln? Ja, da habe ich das Tor nämlich dann auf meine Kappe. Da habe ich aufgemacht. Wir haben
alles Mögliche versucht, einfach an das Ergebnis ranzukommen. Aber so wie die Mannschaft dann da aufgetreten ist, den Gegner beherrscht hat in der zweiten Halbzeit dann auch. Das muss man dann auch mal machen, wenn man gezwungen ist, so zu spielen. Das macht mich sicher. Sie haben im letzten Jahr auch die Mentalität der Mannschaft kritisiert. Ist die Mentalität jetzt eine andere? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil man muss ja dann erstmal wieder zurückkommen nach den 10 Minuten. Dann auch in der Art oder wie in Ingolstadt jetzt zum Beispiel. Da werden wir, ich glaube, in der alten Saison nicht so zurückkommen. Aber man gilt für St. Pauli dasselbe, was Sie auch vorher schon gegen Aue gesagt haben, gegen Ingolstadt, geht ihr raus, um zu gewinnen, oder wenn Sie auch mit dem Punkt zu gehen? Das wird so bleiben. Wir wollen nach unserer Pause gehen. Das betone ich auch nochmal. Ich werde nie die Mannschaft rausschicken, um einen Punkt zu holen. Das wird nie gelingen. Weitere Fragen? Nicht der Fall. Alles. Doch. Ja, vielleicht speziell an dich dann. St. Pauli ist ja immer als Gegner wegen der Gästefans sehr beliebt bei denen, wo sie hinreisen. Wie ist das? Globale Sperrung, 10 Hubschrauber und Wasserwerfer auf dem Shuttle? Die Maßnahmen der Polizei kenne ich nicht im Einzelnen. Das ist ja deren Aufgabe, aber es wird Maßnahmen geben, ja. Vielleicht die Sperrung des Stadtrings ab 11 Uhr. Ansonsten die üblichen Vorkehrungen. Wir erwarten 1.500 bis 2.000 Hamburger. Was uns ja durchaus freut. Das macht ja auch eine stimmungsvolle Kulisse aus. Ansonsten sehen wir keine größeren Schwierigkeiten. Alles gut hier. Wir hatten ja auch andere Vereine schon mit großen Fans aufgekommen. Also die üblichen Maßnahmen, die rund um so ein Spiel mit besonderer Sicherheit sind? Übliche Maßnahmen heißt ja Fan-Trennung, ja. Stromstraße ist offen für Heimfans etc. Stadtring-Eingang nur dem Gästen vorbehalten, Alkohol gibt es nicht, etc. Also solche Maßnahmen, die jetzt im Einzelnen nochmal zusammenzustellen sind, wenn es gewünscht ist, aber nichts Neues ist. Also so wie immer, wenn St. Pauli kommt? So wie immer, wenn St. Pauli kommt oder Aue oder Dresden oder auch Norden oder andere. Gut, dann bedanke ich mich, sehen wir uns am Samstag, bis dahin. Thank you.